Noch nicht mal, das geht so. Wir sind noch weg. Ich begreife es trotzdem. Ich weiß nicht, jetzt in welcher Konstitution sollen wir das jetzt machen? Den Kreis in Deutschland. Erklär's nochmal. Erzgebirgskreis, wo fangen wir das hin? Also, das Siegelgebiet können wir uns selber raussuchen. Ja, wenn wir sagen, wir schaffen jetzt nur ein Gebiet von 10.000 Leuten, dann müssen wir unser Gebiet ausgucken, wo es ein Siegel gibt, was nur 10.000 Leute umfasst. Und dort fangen wir an. Brauchen tun wir dafür eine Wahlkommission, die 11 Leute hat. 11 deswegen, weil wenn der Erste, also wenn einer einen Fehler macht, ist die Wahrscheinlichkeit 50-50, dass ein Sitz im Parlament umfällt. Wenn das zwei das gleiche angeguckt haben, ist es nicht 50-50, sondern nur noch 25%. Wenn es Dreier sind, sind es nur 12,5%. Und wenn es entsprechend Zehner sind, sind wir 1 durch 1000. Ich will mal eine Zwischenfrage stellen. Und zwar genau, wie du das auch sagst. Das klingt alles so verdammt kompliziert, dass ich mir auch nicht vorstellen kann, sowas zu machen. Gibt es denn keine Möglichkeit, auf die Melderegister zurückzugreifen, wo der ganze Scheiß drin steht? Da steht nichts drin. Da steht die Staatsangehörigkeit im Melderegister schon mal nicht da. Ja, aber es gibt in dem Melderegister irgendwas dahinter. Das hat mir auch das Justiz, die Staatskanzlei Dresden geschrieben. Die haben ja geschrieben, dass die Informationen oder zu bekommen sind. Nee, kriegst wenn du nicht. Wenn du eine Datenauskunft gemacht hast, müsstest du alles kriegen. Ja, das ist. Ich bin der Meinung, es gibt immer noch trotzdem einen Auszug, wo es drin steht. Und wenn du sagst, alle die von 1790, ne, gemeldet worden, genau, wahlberechtigt, ja, dann müssen wir doch nicht weiter zurückgehen. Dann brauchen wir doch bis die Information ist doch da. Die Meldehistorie ist doch da. Bis zu dem Punkt gehen. Das Komische ist nur, wenn du die Daten voll auskommen willst, kriegst du sie nicht. Du kriegst sie nicht. Ich habe ja auch schon die Daten voll auskommen. Da steht nicht meine Meldehistorie drin. Aber ja, irgendwo muss er ja stehen. Aber vielleicht besteht eher die Möglichkeit, eine Stadt dazu zu zwingen, mit irgendwelchen Unterschriftensammlungen oder was weiß ich was, keine Ahnung, an die Daten ranzukommen. Weil das ist ja so kompliziert, genau, rauszuholen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Aber ist ja nicht schlimm. Wenn du jetzt zum Beispiel Aue bist, Aue ist das Siegelgebiet ziemlich klar. Ja. Aue hat das Siegel, da gibt es auch eine Siegelkarte aus der richtigen Zeit, ist kein Problem. Wie groß Aue, wo das geändert hat, wissen wir auch. Aber wie ist es auch in Stotzenberg? Man weiß es vielleicht nicht an einem kleinen Ort, aber dort, wo das nicht weißt, wählst du einfach entweder das von einem übergegangenen Gebiet, aber auf jeden Fall auch gleichzeitig noch das Bundesstaatensiegel, weil es gehört ja alle in Sachsen rein. Du hast also mindestens das Bundesstaatensiegel und noch ein zweites der größeren Gebietskörperschaft, deren Siegelgebiet bekannt ist. Ja? Und in dem Gebiet machst du eine Wahlkommission und die tust du einfach, tust einen Aufruf machen und eine Stammtische, wer wird da mitmachen, und dann machst du dir eine. Bei der Aufruf zum Referendum müssen die Leute alle dort rein, 8, 10, 4, 4, 5, 6 bis zum 7. Und dann suchst du dir noch 5 Leute raus, die in der Schiedskommission sind. Ja, die brauchst du in deinem Ort und die brauchst eine Übergeordnete im Bundesstaat. So, da werden wir einen aus Sachsen, Dresden, Leipzig nehmen, sodass in den Gebieten vertreten sind. Und die zweite Instanz tagt ja nur, wenn die in der ersten Instanz sich einig waren. Also der eine hat irgendeine Urkunde eingereicht, die Wahlkommission erkennt es nicht an. Muss auch zur Schiedskommission gehen. Also, du brauchst hier vom Erzgebirgskreis, sagen wir mal, im Osterzgebirge und Westerzgebirge, brauchst du zwei Wahlkommissionen, die aus 11 Leuten bestehen und die jede eine eigene Schiedskommission hat. Also sind das 16 Leute im Osterzgebirge und 16 Leute im Westerzgebirge. Und die stocken sich einfach zusammen, gestalten einen Flyer, gehen den in Druck und rufen dann in ihren Ort zur Wahl auf. So, der beste Kandidat ist zum Beispiel Mülsen. Mülsen hat ein eigenes Siegel, das ist überschaubares Gebiet, die wollen am Sonntag diskutieren, wie sie das Ding an den Boden treten. Weil die haben es einfach satt, weil der Bürgermeister wird einfach nicht die Interessen seiner Wähler betreibt, sondern sein eigenes Ding macht. Habe ich heute mal reingeguckt in Mülsen, wie dort der Aufbau ist. Die haben, also ich würde mal sagen, der Hälfte des Stadtrats ist parteilos und du nennst dich Pro Mülsen oder irgendwie so. Der Bürgermeister selber ist parteilos und so, da haben die so gefunden. Ja. Die sind 180. Da wissen wir ja, was hier los ist. Ne? Ja, ist das, was ich halt gut erfahren habe. Ich war auch ein bisschen geblättet, als ich dort hinkam, aber ich habe dann versucht, innerhalb einer halben Stunde, mehr Redezeit habe ich nicht, eine Videokomprimierung von 140 Videos zu machen. Einigermaßen hat es dort gefruchtet. Ich hoffe mal, dass sie nicht am Sonntag eine kalte Gründe versuchen. Also, sie müssen schon ihr Referendum gehen. Aber, wie ich es gerade erklärt habe, gehen wir in der Wahlkommission los, das sucht euch elf Leute zusammen, die Schiedskommission, 16 Leute braucht ihr. Und die 16 Leute müssen die auch 11 gemacht haben. Ja, das habe ich schon wesentlich mitgemacht. So,
Und wenn ihr die Elbe benennen könnt, dann machen wir einen Flyer zusammen, schneiden die ganzen Bilder dort rein, erklären das, warum und wieso, damit sie ihr Auto behalten, ihr Grundstück behalten, ihr Bodenrechte erhalten und dass sie ordentliche Ausweise kriegen. Das ist die Begründung. Ne? Das steht in dem Flyer drin. Und wir wollen für ganz Sachsen einen Außenflyer machen, also ein Außenblatt und innen drin einen lokalen. In dem lokalen ist das Bundesstaatensiegel drin und das lokale Siegel. Aue, Schwarzenberg, Münzen, was auch immer, da gibt es Chemnitz. Ne? Wir haben also, die unterscheiden sich. Der äußere ist immer der gleiche, der Bundesstaat der gleiche. Innen, da ist regional unterschiedlich. Und die 10 Zettel, die tun wir vorgefalzt, im Prinzip in große Kartons anliefern und die müssen sozusagen in jeden Haushalt reingeworfen werden. Und dann müsste man ein Straßenverzeichnis machen und müsste abhaken, wer alles schon hingekriegt hat. Also man müsste im Prinzip mit der Liste durchgehen, aber es darf kein Fehler passieren, weil sonst kommt es zur Wahlanfechtung. Das muss jeder eben mal kriegen. Weil da reicht ein Flyer, ein Briefkasten. Es muss alle, wenn da drei Namen dran sind, an den Briefkasten da nur drei eingeworfen werden, das reicht, wenn da dort einer hinkommt. Den Passangang. So, und dort wird das ganze Siegel versorgt und man muss aber zwischen dem Einwerfen und dem eigentlichen Referendum 8 Wochen Zeit lassen. Warum 8 Wochen? Hängt damit zusammen, die Leute müssen ja erstmal die Unterlagen dazu holen. Ne? Und dann brauchen die noch 4 Wochen, damit sie sich den Kandidaten überlegen können, der vielleicht antreten könnte. Oder der da, also ich sag mal, die minimale Forderung nach internationalen Regeln ist 4 Wochen. Aber wir müssen die besondere Situation in Deutschland sehen, weil wir alle noch keinen richtigen Ausweis haben. Die Wahlkommission muss man überlegen, wenn die 10.000 Leute angucken muss und selbst wenn das 2 Wahlkommissionen ist, also 20 Leute sind, haben die zu tun, 10.000 solche Dokumente durchzugucken. Wer nicht kommt, hat Pech gehabt. Also wer keine ordentliche Bestätigung am Wahltag vorlegen kann, darf wieder gehen. Ist nicht wahlberechtigt, wird auch nicht gezählt. Und von den Wahlberechtigten müssen mehr als die Hälfte dafür sein, dass die Wahlkommission die Siegelrechte kriegt. Ja? Das geht ja schon nur ums Referendum. Wenn das Referendum durch ist, macht die Wahlkommission einen Vorschlag, wer in dem Gebiet als Verweser vorgeschlagen wird. Das können einer sein, das können aber auch mehrere sein. Wenn sich 10 melden, müssen die Anforderungen nach dem kaiserlichen Wahlrecht erfüllen. Also das heißt, die müssen männlich sein, über 26, aber jünger als 60, wenn sie den Dienst antreten. Ja? Man muss aber sehen, dass er, sagen wir mal, in seiner Amtszeit nicht schon gleich früh verwendet wird. Notstandsrechtlich ist das alles okay, wenn er noch 60 ist. Sehe ich absolut kein Problem. Weil wir haben die Not, ansonsten können sie ja sich einen Jüngeren wählen. Das ist kein Problem. Es ist keine mehr zur Auswahl. Der erste Wahlgang läuft. 14 Tage danach wird festgelegt, wer die ersten 2 sind und dann wird nochmal eine Stichwahl nachgezogen. Ja? Also das heißt, wenn kein eindeutiges Wahlergebnis ist, kann man in der ersten Einladung schon reinschreiben, nach der Veröffentlichung des Wahlergebnisses, was am Wahlhaus auch immer ausgehangen wird, kann jeder sehen, wann die Nachwahl ist, die Stichwahl. Und dann werden die ersten 2 zur Stichwahl geholt. Und da entscheidet die einfache Mehrheit, also wer von den 2 mehr hat. Und der ist dann erstmal der Verweser. Dessen Amtszeit läuft 4 Jahre. Ja? Und nach 4 Jahren geht das Spielchen vorne los, dann tut aber der Verweser das übermittelt der Stadt organisieren. Wie es denn hier jetzt vor ist, nach bundesdeutschen Regeln, gibt es in der Stadt jemand, der die Wahl organisiert, müssen wir nicht machen. Wir müssen es nur einmal machen. So, und wenn wir unsere Städte und Gemeinden aktiviert haben, dann ist der Bundesstaat dran, der auch eine Verweserwahl macht. Und dann wird am Ende, wählt der Staatenbund den Reichsverweser aus seinen 26 Bundesstaaten. Mehr passiert nicht. Dann ist der Rest einfach. Erklären das mal mit den Siegeln. Zu wem muss ich jetzt gehen? Naja, Vogel? Also, welche Gemeinde werden das jetzt zum Beispiel? Johann Gurgenstadt. Johann Gurgenstadt hat ein eigenes Siegel. Wir sind doch zusammengehört. Ach nee, Johann Stadt. Es zählt ja nicht. Es zählt das Siegel, was am 27.10.1918 kommt. So, da hat der Johann Stadt ein eigenes gehabt. Ich bin doch fast geschafft. Ach so, dann muss ich zu den Bürgermeister gehen und muss sagen. Schotter schieben. Ja, Heimatverein, wie ist das zum Beispiel? Die haben ja, die wissen alles. Ich müsste zu Gordon, weil ich habe Schützerheim. Haben wir Siegel und haben wir Siegelrechte oder sowas? Nee, einfach mal die alten heutigen aus der Stadt fragen, die sich mit der uralten Geschichte von der Großstadt befassen. Schnitzerheim wäre der richtige Ansprechpartner. Ja. Die gucken in die alten Siegelbücher rein, die liegen entweder im Stadtarchiv oder bei. Die geben sie noch aus. Die müssen. Also die Bundesrepublik ist verpflichtet, bei der Verweserwahl zu helfen. Macht den Druck, wenn er sagt, nee, das ist nichts. Also es ist, die müssen es.
Einmal hin und so. Also in der Europäischen Menschenrechtskonvention steht das ganz klar, sondern sie müssen es. Man regelrecht besprochen. Kann man ja also noch den Klitsch mal anfangen. Ja, löst es dann, wenn ihr es löst. Wenn das aber nicht geht, wenn ihr das Siegel nicht rausfindet, dann wählt ihr einfach nur das Bundesstaatssiegel. Reicht hoch. Dann nutzt ihr nur das Bundesstaatssiegel. Ist auch okay. Aber wenn Gemeinden ein eigenes Siegelrecht haben, weil sie alte Stadtrechte verteidigen wollen, müssen sie eben da durch und müssen eben beide Siegel werden. Haben auch zwei Stimmen. Na, wenn zum Beispiel Limmer und Wohnhaus zum Beispiel auf die Stadtrechte von 1900 nach Christus nicht verzichten wollen, weil dann noch ganz andere Sachen drin stehen, die man später auch weggemacht hat. Aber der Bürgermeister will die ganz alten machen. Ja, ich stelle mir das immer praktisch vor, sowas. Ja, also praktisch kann ich mir das ganz schwer vorstellen. Weil wenn ich zu irgendjemandem in den Briefkasten was reinschmeiße und dann den zu einer Verweserwahl einlade, da muss man erstmal wissen, was das ist. Das muss doch erklärt sein. Wenn das erklärt ist, sagt er, ach du Scheiße, ich habe ja Karten für alle vom Fußball, wisst ihr? Und dann geht er wieder fort. Wenn ich jetzt aber reinschmeiße und sage in Schwarzenberg, ich bin mit der Frau Hiemer nicht mehr einverstanden. Und die Frau Hiemer, das sind 30%, haben die Frau gewählt. 30% der Schwarzenberger. Das heißt, 70% sind einfach bloß zu Hause geblieben. Und ich tue jetzt alle aufrufen. Frauen, Männer, alle, scheißegal, wählen. Und sag, wir brauchen jetzt einen neuen Bürgermeister, damit es hier mal ein bisschen zu Fach geht. Doch. Nee. Und dann ist der Bürgermeister da. Erstens hat der Bürgermeister innerhalb der Gemeinde sowieso erstmal Zugriff auf die Siegel, weil die liegen definitiv vor dem Gesetz. Ja. Da muss ich nicht über irgendwelche Karten oder irgendwelche Kopien gehen. Aber da darfst du nicht nutzen, das ist das Problem. Da kann, doch aber, gleich ein zweites Referendum hinterher schieben. Man hat Zugriff das kann er machen. Auf die Daten, die da drin sind, und kann ein zweites Ding hinterher schieben, nur bloß nach diesem Rustag wählen lässt. Und dann hat er doch schon mal das Siegelrecht. Kann er machen. Ich sage mal, diesen Weg stelle ich mir jetzt deutlich einfacher vor. Als nichts, als wie den anderen, muss ich jetzt mal meine Meinung. Die anderen zu bitten, mitzumachen und kannst dann erklären, warum du das machen sollst. Ja, der Vorteil ist der, wenn wir die Wahlkommission selber machen, kann man uns nicht blockieren. Wir machen es einfach. Wir sind zur richtigen Zeit fertig, im Herbst sind wir fertig. Wenn wir warten auf die Gemeinde hatte 100 Jahre Zeit, das zu klären. Seit 1918 hätte sie die Gelegenheit. Die Gemeinde klärt es nicht machen. Die klärt es definitiv nicht. Also definitiv nicht. Da ist vielleicht mal eine, zwei, die so halbwegs ein bisschen begriffen haben. Oder Reform machen es definitiv nicht. Wenn wir es nicht machen, geht es nicht. Wenn der Fristablauf kommt, macht die EU lang die hier rein. Aber wir können ja jederzeit einen neuen Bürgermeister wählen. Jetzt, moin. Du kannst ja nicht abwählen, da ist keine Vorschrift da vorgesetzt. Ja, aber ich kann gerade, weil eben keine da ist, kann ich doch eine Unterschriftensammlung machen und kann sagen, dann musst du. Aber mit Referendum kannst du es machen, weil dann alle, die im Referendum die Siegelrecht erworben haben, den Verweser gewählt haben, sich bei dem dort melden. Dann wenn du dich beim Amt vom Bürgermeister, ungeliebten Bürgermeister abmeldest und sich nach neuen Gemeinde anmeldest, ist es auch erledigt. Da kriegt er kein Geld mehr, da kriegt keine ähnliche Steuermarken mehr. Das sollte er noch machen. Da kann er dann in seinem Bürgermeisteramt noch sitzen, aber dann kann der Frau Weser auch die Polizei holen und den noch vor die Tür setzen. Das ist ja eigentlich, da hocken den 200, da strampelt er mit den Füßen, da kriegt er noch sein Badkarton hin und das ist gut. Der Frau Weser hat Polizei geholt. Theoretisch, ja. Nee, ist so praktisch so. Der Besatzung muss mit dem Verweser angehören. Ja, darf nicht mit dem. Das Wort Referendum verwenden, um die Hiemer abzuhören. Nee, das Siegelrecht. Die Referendum ist nur für das Siegelrecht. Wenn du das Siegelrecht hast, kannst du alles machen, was die Stadt nur kann. Aber die Frau Hiemer, nehmen wir mal an, die Frau Hiemer, die schläft dann nachts schlecht, man früh macht die Augen und sagt, guck sich das Video an und sagt, Scheiße, der Karl hat recht. Und will sich die Siegelrechte holen. Kann die das machen? Kann die machen, aber die muss dann ein Referendum machen. Und das gleiche machen wir auch machen. Und da ist doch entscheidend, ist doch nur der Weg, was ist denn jetzt ein dankbarer Weg? Weil es gibt ja unheimlich viele andere, die Leute wo, ne? Was wir im Auto besprochen haben, diese Gründung dieser Gemeindeversammlung, was manche probiert haben, Einsiedel, Zwölnitz oder was weiß ich. Funktioniert nicht, weil sie im Moment keine Siegelrechte haben, das ist völlig klar. Aber der Sinn und Zweck ist ja, in die Gemeinde reinzukommen, endlich mal in die Gemeinde zu kommen. Weil da drinnen, das geht ja gar nicht. Das geht ja überhaupt nicht. Ja, aber die einfache Lösung ist einfach das machen. Wahlkommission machen,
Du schaust jetzt diese Wand noch, also noch gucken, da kannst du gehen, weil du jetzt beim Rest im West abgeholt hast. Wegen Vorkosten, damit die Wahlkommission muss auch zusammentragen, bei dem Wochenende. Wenn du die nicht heilst, wenn du die in der Ehe in einem anderen Gebiet machst, dann ist es gut. Also die Elfen sind auch nicht für das Thema West. Nee, für ein größeres Gebiet und du kannst da mehrere gründen. Also in Grünau haben wir schon eine Stadtelfe finden, die mitmachen. Da haben wir vor im Osten von Chemnitz was. Im Westen gibt es Neubauer und Klappenbach, die sind noch viel mit der Dampferbahn. Allein Altenburg sind äußerst stinkig auf den Entstanden. Also praktisch gesehen, die elf Mann gehen jetzt als Wahlkommission zum Bürgermeister. Die stehen auf dem Feier mit Bildwort. Das muss ausgetragen sein. Das muss nicht, da müssen wir bekannt haben. Und mit dem Referendum wird die Wahlkommission, die Wahlordnung und das Siegelrecht gewählt. Und dann, wenn sobald die Wahl durch ist, ist Sache geschlossen. Logisch ist das schon. Ja. Die Mehrheit, das ich denke mal, ich weiß nicht, das ist, haben wirklich viele die Schnauze voll. Die bewegen sich schon. Wie viele Bürger jetzt aus dem Bereich zu dieser Wahl gehen? Die Wahlkommission stellt die Anzahl der Wahlberechtigten fest. Wenn sich nicht melden, wenn sich nur 100 melden, dann ist es nur festgestellt, dass am Dorf der Wahl nur 100 gekommen sind. Von 10.000 plus 100 gekommen sind. Die anderen können am Wahltag ihre Berichtigungen noch abbringen. Wer soll sie denn die ausgestellt haben? Keiner. Der Reichskonferenz ist ungültig, da steht beim Blick drauf. Keiner wird nicht gesiegelt. Ne? Die Bestätigung haben. Also und alle anderen fallen raus. Die sind wie Zugereiste, also die nie eingebürgert wurden. Weil wir haben weder durch die DDR noch durch die Bundesrepublik eine rechtmäßige Einbürgerung im Bundesstaat gehabt. Wir haben maximale Rechtstellung. Die Rechtstellung darf auch nur eine Wahlkommission machen, die den Verfassungsnotstand hält. Also was am 27.10.1918 passiert ist. Da ist ein Verfassungsdurchschlag passiert, weil Max von Baden hat in den Staat reingeputscht, durch die Waffengewalt der Soldaten rein. Ja? Und genau in diesem Vorgang, den müssen wir uns jetzt in unsere Zeit holen und müssen diese Situation heute verhandeln, weil 100 Jahre lang hat das keiner gemacht. Aber du musst doch schon im Vorfeld jemanden als sagen wir mal, als Verweser irgendwo im Auge haben. Irgendwie. Und da musst du davon wissen. Es sollte jemand sein, der die Geschichte wirklich weiß, also zumindest den Wissensstand hat er nicht gehabt. Aber es gibt ja noch mehr, ökonomisch und wirtschaftlich und was. Ja gut, aber wir brauchen im schlimmsten Fall nur einen für Sachsen. Ja? Aber es ist natürlich eine riesen Herausforderung, ganz Sachsen mit Flyer zu versorgen. Aber da spreche ich einfach mal die Gewerbetreibenden an, die sich sonst nicht bewegen können, die zwar sagen würden, ich hätte jetzt das Geld, um für ganz Sachsen Flyer zu machen. Vielleicht lege ich meinen gewerblichen Flyer noch dazu, dass sie da mit was getroffen haben, dann kann man alles organisieren. Ja? Und wir sagen, dann schreiben wir eine Rechnung, dann palette sich ein Flyer und dann geht's los. Vielleicht sind ja aber Druckereien dabei. Das zum Beispiel. Ja? Eine Lösung wäre dann also so. Das ist jetzt sozusagen die zur Wahl gehen und die zählen. Die Wahl kommt jetzt von der Wahlberechtigte erkannt hat. Wer den Ausweis irgendwo her hat, noch von seinem Großvater, was auch immer, kann ja sein, dass er immer einen alten Ausweis hat von 1918. Da muss er aber dann schon sehr alt sein. Na, wahlberechtigt, also da muss er dann 1901 geboren sein. Das wird eng. Also kann man vergessen. Also die Wahlkommission wird darüber entscheiden, wie viel wahlberechtigt es gibt. Deswegen acht Wochen von Wahlkommission bis zur Wahl lassen, dass die Leute wo kommen können. Noch eine andere Frage. Du hast gesagt, es entsteht ein Dokument, 80, 90, 100 Seiten, und das jetzt abgeschlossen. Richtig. Wir wollen so eine ähnliche Wahl in Thüringen machen, demnächst. Und mit den Leuten, die dort zu tun haben, bereite ich das vor. Stammtisch, was zuarbeiten, auch in Dresden. Da müssen wir uns halt reinleiten. Nee, das kann ja sein, dass ich sage jetzt einmal, dass da ich gehe mal eine gewisse Hilfe benötigt, die hier geleistet werden könnte. Ich würde sagen, es wäre sinnvoll, wenn die Menschen, die das Video schon oder viele Videos gesehen haben, dass die schon einmal ein bisschen Textbausteine formulieren und ihren Textbausteine zuschicken. Also es ist ein Stück Text, den man doch einfach einbauen kann, zu einem bestimmten Teil. Wie baut man eine Wahlkabine? Das kann er noch nicht machen. Bist du zum Hornbach, holst du ein paar Spachelzinger, ein paar Scharniere und machst eine Zeichnung, wie so ein Ding aussieht. Du hast ja alles erklärt in deinen Videos, ne? So. Weiß nicht. Oh ja. Aber ich meine jetzt,
wenn man jetzt Leute einlädt, wo man sagt, wir müssen eine Wahlkommission schaffen, oder nicht? Ja. Dass du da mal ein Video hast, wo du explizit sagst, wir müssen das so Punkt für Punkt. So machen. Punkt für Punkt. Bloß ja. Gar nichts anderes drum. Ja. Geschichtliches und alles weglassen. Bloß, und dass man dann mal das. Das können wir machen, oder? Das war ganz wichtig. Vielleicht eine schnelle Lösung. Und vielleicht nochmal eine Hilfe. Die vielen Texte lesen die wenigsten. Hm. Eine grafische Darstellung. Ja. Dass alles, was Sie gesagt haben, im Prinzip mit Pfeilen, hier mit dem Kaiserreich geht's los, dass man sieht, aha, das leitet sich davon ab. Das ist besser. Das visuell, das können wir machen. Aber PowerPoint wäre eine Möglichkeit, da eine PowerPoint-Folie zu machen. Da können wir vielleicht Papier sparen, weil die kann man auch sich an den Beamer oder so konzentrieren. Ja, aber so eine. Ist eine Idee, klar. Ja. Vielleicht können wir das als DVD machen, die kann man ja dann. So ein Stapel DVDs kostet halt auch nicht. Da auch eine Möglichkeit. Was könnte denn, und was würde uns denn passieren, wenn die EU nächstes Jahr wieder reinkommt? Aufgrund dessen, dass irgendwann die Bodenrechte wechseln. Also dann machen wir vielleicht noch einen Stichtag. Also der Stichtag wäre noch 27.10.2017. Dann ist es zu spät. Dann kannst du nur noch mit Gewalt das machen. Aber das wollen wir ja wenigstens noch weiter. Deswegen müssen wir ja auch sein. Das meinst du, die können dann wirklich. Es gibt uns ja Möglichkeiten. Entweder du bist schlauer oder du bist eher. Ich frage das hier eher. Ja, es gibt sicherlich Leute, die tricksen und schlauer sind, aber du musst mich nicht auch verlassen. Also eher ist besser. Einfach vorm Stichtag fertig sein. In Sachsen haben wir ja bessere Chancen wie in anderen Bundesländern, wo wir noch nicht mal wissen, dass es der Kaiser auf der Stadt ist. Hamburg habe ich noch nicht eine einzige Rückmeldung. Nee, nochmal eine Frage. Ich habe eine Bekannte, die wollen ihr Haus retten, weil die uns. Ja. Und die hat das mit den gelben Scheinen gemacht. Ist das sinnvoll oder nicht? Nee, also nochmal. Der gelbe Schein ist ungefähr das gleiche, als wenn du ein Auto erspart hast, hast jahrelang dort gearbeitet, Überstunden gemacht, was ich. Gehst du deinem Autohändler hin und sagst, oh, ich habe jetzt gearbeitet, ich habe ja so einen Backen Geld zusammengespart, habe Überstunden gemacht und du weißt dann das ganz genau nach, dass das wirklich alles selber verdient hast, das Geld. Schiebst du das Geld hin, da sagt der Autohändler, hier ist der Schlüssel. Und genau in dem Moment sagst du, der Schlüssel kriegt der. Das ist der gelbe Schein. Du weißt deine ganze Hierarchie nach, deine ganze Dings, alles klar. Und dann beantragst du den gelben Schein. Da weißt der Migrant, der deine Bundesstaatenangehörigkeit geschenkt kriegt durch den gelben Schein, alles sauber hergeleitet. Der nimmt deine Rechte, du kriegst eine ungültige Staatsangehörigkeit. Das ist das, was der gelbe Schein macht. Die hat uns nämlich, wir waren auch nahe dran, die wollte uns dann hier aus dem Internet, dass die ganzen Fragen. Das ist würde auf dem gelben Schein. Aber vor 1913 hat die gesagt. Sein. Also, wir würden den gelben Schein kriegen. Nee, vor 1913. Den hat die. Spielt keine Rolle. Entscheidend ist, welches Siegel ist oben drauf. Wenn das Bundesstaatensiegel von Sachsen oben drauf wäre, auf den gelben Schein, also im Königreich Sachsen. Es würde da stehen, Staatsangehörigkeit nach Rüstag, 22. Juli 1913, dann wäre der gelbe Schein der Bürgerschein. Wenn aber das Logo der Weimarer Republik vom Feinstaat drauf ist, der Feinstaat kann die über den Staat bestimmen. Also ein kaiserliches Siegel müsste da sein. Das kaiserliche Siegel müsste da sein. Oder das Gemeindesiegel, das geht auch. Wenn zum Beispiel die Stadt, sagen wir mal, was ist hier, Aue, den Staatsangehörigkeitsaushalt ausstellen würde und würde drunter schreiben, Herren notstandsrechtlicher Anordnung, verfügen wir, dass der Antragsteller die Rechtsstellung eines Bundesstaatenangehörigen von Sachsen hat, auf Grundlage des Rüsttag vom 22. Juli 1913. Gemeindesiegel und nicht ins Siegel reingeschrieben, sondern freistehend in der Mitte. Der Bürgermeister unterschreibt mit ein bisschen Abstand unter dem Siegel, dann ist es ein geiler Staatsangehörigkeitsaushalt und der ist gültig. Aber es darf niemals das Logo der Bundesrepublik oder der Weimarer Republik drin sein. Es muss das reine Gemeindelogo sein. Das wäre eine gültige notstandsrechtliche Anordnung. Ja, wenn der Bürgermeister aufgeweckt ist und das für alle macht im Ort, super. Es ist doch niemand dort, der die Bundessteuerangehörigkeit vergeben kann. Hier. Doch, notstandsrechtlich darfst du die, weil du musst da wählen. Nee, es sei denn, aber wieder Migrant, dass er. Wie kann der Migrant meine Bundessteuerangehörigkeit? Der Migrant kriegt die deswegen, weil du ein Steuerkonto hast. Du hast ja jahrelang in ein Steuerkonto eingezahlt, weil du Lohnsteuer bezahlt hast, Grundsteuer, Regensteuer, was weiß ich alles, Steuern. Das Steuerkonto ist in der Schweiz für dich verbucht. Da hängt deine Sozialversicherungsnummer dran und deine Personenkennzahl, das ist ein langes Ding. So. Dieses Konto vererbst du genau in dem Moment, wenn du dir einen gelben Schein besorgst, weil du kriegst dann die Schulden, die der Hitler und die Bundesrepublik und die DDR ab dem Zeitpunkt aufgehäuft haben bis heute.
und tauscht deine Schuldenfreiheit, weil der Kaiser hatte keine Schulden, er hat nur die Steuerforderung von 1918 bis heute. Das ist ein scheiß Tausch. Du tauschst deinen Guthaben gegen Schulden. Und kriegst eine Staatsangehörigkeit, wo sie dich jederzeit innerhalb von 48 Stunden aus dem Land schaffen können. Also wer das macht. Es ist natürlich ein geiler Trick. Also wer den gelben Schein erfunden hat, darf einfach nur genial. Aber ist einem genial böse. Und das muss aufhören. Es ist ein schlimmer Betrug, aber man kann dann noch sagen, der gelbe Schein ist eine Täuschung im Rechtsverkehr und deswegen ungültig. Aber den Nachweis musst du bringen. Du musst das dann begründen. Die Begründung lautet, Hitler hat aufgrund des ungültigen Ermächtigungsgesetzes keine Verweserrechte, konnte also oder durfte das Russland nicht abändern. Und gerade in Mitteldeutschland haben wir keine Rechtsnachfolge vom Nationalsozialismus gehabt. Also darf auch der Landrat Vogel nicht in die nationalsozialistische Gesetzgebung reinlangen, um uns in eine Staatsangehörigkeit aufzuzwingen, die uns nicht zusteht. Aber wir haben die Rechtsnachfolge der DDR in Mitteldeutschland, nicht von Westland. Wenn der Einigungsvertrag 1991 gelöscht ist, dann gibt es keine Übernahme von westdeutschen Recht in die Mitteldeutschland rein. Die DDR ist nur suspendiert. Die ist am 17.07.23.09 geschlagen gelegt worden. Und dann hat man eine DDR im Handelsrecht neu gegründet. Das ist aber nur eine Firma, DDR. Und die hat man nur deswegen gebraucht, um der Volkskammer Glauben zu machen, wäre alles in Ordnung. Und die haben so getan, als könnte dieses Handelskonstrukt das Volkseigentum verschenken. Geht nicht. Wenn du eine neue Firma gründest, ist die Handelsbilanz zunächst nochmal null. Es sei denn, irgendjemand hat was in die Kasse gelegt. Und das hat man auch der Volkskammer nicht erklärt. Wo soll denn das Geld hergekommen sein, was die neu gegründete DDR im Handelsrecht denn gehabt haben soll an Volkseigentum? Die hatte nichts. Und die hätte auch sowas gelöscht haben müssen. Es hätte nämlich jemand einen Arsch in die Hose haben müssen und sagen, was läuft. Der Herr Kommissar war Zeuge, der war im militärischen Abschirmdienst, der hat gemerkt, dass die von der Schweinerei gemacht haben. Die zwei, die von der Volkskammer Abgeordneten sind, die haben uns verraten und verkauft. Und die haben sie auch schnell gewählt? Die hätten sie nämlich nach Bautzen schicken müssen. Das wäre die richtige Reaktion der Volkskammer gewesen. Aber die haben es nicht gewusst. Die sind am Nachmittag, haben die sich hingesetzt und haben gesagt, was machen wir denn mit der Schuldenüberblick? Die hatten gar keine Schulden, weil eine Milliarde war in der DDR eine ganz schlimme Zahl. Heutzutage eine Milliarde ist doch nichts. Das haben wir an einem Nachmittag raus. Ne, wenn die LZB, die Landesbank, eine Milliarde Verlust hat, ist ein guter Tag. Sonst ist keine Größe. Keine Größe. Die wollten doch mal ein 70 Millionen, wollten die doch eigentlich verbriefen für jeden Angehörigen der DDR. Ja, ja. Aber was hat denn dann die Treuhand? Die DDR hat unsere Staatsangehörigkeit nicht geändert. Das haben sie sich nicht getraut. Und die Russen haben es verboten. Die Russen wissen ja, dass wir am Kaiserreich stehen. Wissen die heute noch. Aber was wollen sie denn machen, wenn kein Staatsangehöriger des Kaisers in der DDR mehr wohnt, weil sie alle einen Personalausweis haben? Was will denn der Putin machen? Da braucht die Millionen, die 2 Millionen braucht er. So. Und das ist der einzige Möglichkeit, hier aus dem Mist rauszukommen, ist, dass wir das Referendum machen. Und sagen, nee, wir wollen unsere ordentliche Staatsangehörigkeit. Was ist denn mit Königsberg? Königsberg ist eine russische Verwaltung. Hat er ja gemacht. Der Putin hat gesagt, wer mit dem Bundesrepublik ein Problem hat, kann so eine Green Card beantragen. Hat 250.000 hat er das in Aussicht gestellt. Wo er vor 14 Dörfern kam, wurde das rumgeschickt. Was eine Green Card? Dass du einreisen kannst, ist eine Staatsangehörigkeit von Bundesreis oder so. Aber wir haben das doch im Kaiserreich. Wir haben denn jetzt hier eine Residenz. Brauchen wir auch nicht. Man kennt die uns selber holen. Wir können die hier. Als Bund, also hier als DDR-Bürger, haben wir doch noch. Wir brauchen sind aber. 11 Leute finden, die eine Wahlkommission machen. Dann haben die innerhalb von 8 Wochen auch eine ordentliche Ausweise. Ohne Problem. Machen, einfach machen. Das kaiserliche Notstandsrecht gestattet uns, dass diese Wahlkommission staatlich ist, weil die den Verfassungsnotstand hält. Max und Braun hat den Kaiser weggeklappt und wir müssen dafür sorgen, dass es wieder zurückkommt. Dass wieder ein Verweser ist, der anstelle des Kaisers das Protokoll vom 27.10.1918 fortsetzt. Es gibt nur ein Protokoll fortsetzen. Und dann wird ins Protokoll reingeschrieben, der böse Max von Baden hat den Kaiser mit Waffengewalt der Soldatenrat erpresst, dass er das Land verlassen musste. Der Kaiser ist dann 1943 gestorben. Wir müssen heute den Schaden und das Versäumnis der Parteiendiktatur der Bundesrepublik und DDR beenden, um in ordentliche staatliche Strukturen zu kommen. So, das wäre halt die Eröffnungsrede, die der Herr Wisser halten müsste. So, dann muss er sagen, ich verfüge.
Es gab keine Privatisierung des Volkseigentums. Volkseigentum ist an das Volk zurückzugeben. Und die entsprechenden Rückabwicklungskosten hat auch Verursacher der Handelnde zu tragen. Das war der erste Anlass. Die zweite Anweisung wäre, dass das Bundestag um die Verfügung, die außer Kraft gesetzt hat, die bewirken, dass jemand die Staatsangehörigkeit verliert, weil er mit dem gelben Schein getäuscht worden ist oder dass er keinen Dienst in der kaiserlichen Marine leisten konnte, weil es mir heute mal keine Musterung gab. Dass die Paragrafen suspendiert werden. Wir haben die zweite Verfügung. Die dritte Verfügung wäre, alles, was die Gesundheit und die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet ist, zu verbieten. Da gehören die Windräder dazu, da gehört das Schirmbild dazu und so weiter. Wir haben eine schöne lange Aufzählung. Und dann die nächste Verfügung wäre, dass verfassungsfeindliche Organisationen innerhalb von 48 Stunden ihre Geschäftstätigkeit einzustellen haben. Da gehören die ganzen Freimaurerorganisationen, Rotary, Lions Club, Geheimgesellschaften ihre Tätigkeit sofort einzustellen haben und die Fortsetzung 48 Stunden später unter Strafe stehen. Und kannst du auch die Basen der USA? Nee, das geht uns nicht an. Wir haben die Verwesung in Sachsen. Achso. Das ist nur Sachsen. Ja? So, der Bundesstaat macht dann seine Verfügung, die werden dann veröffentlicht. So, dann wurde das nach Tagesende würde die in Kraft treten, also da würde jemand wegen Nachmittag so vier in den Druck gehen und am Folgetag würde das dann in Kraft treten. Batsch. Wir sind doch hier alles Erzgebirgskreis, ne? Wie ich das festgestellt habe. Wir könnten jetzt nicht. Wir könnten ganz so Sachsen auch Ausweise machen. Warum? Wir müssen überlegen, wer zuerst ankommt, hat auch die meisten Einnahmen, weil da waren doch schon alle hinfahren. Das war. Und 10 Euro ist eine, also sagen wir mal, da hat jeder bis jetzt gesagt, das ist okay. Weil die sitzen nämlich auch eine gewisse Zeit und müssen das prüfen. Das ist nicht so, dass du dann guckst, oh, okay, Stempel und so weiter, sondern die müssen schon gucken. Vater, Großvater, alle da, Deutsch, ja, was, zack. Ja, das ist Dauer. Das war das Reizen. Alle diejenigen, die nicht Spur 1914 ableiten können, sind raus aus dem Spiel. Nee. Die sind ja im Verfassungsdeutschland gemeldet gewesen, oder ihre Eltern. Entweder war es noch DDR oder BRD gewesen. Alle anderen müssten einfach Einbürgerung stellen. Kannst du aber auch machen, nachdem der Verweser gewählt ist, weil der braucht Einbürgerung. Alle anderen können nur Rechtsstellung machen. Und wer aus Österreich-Ungarn kommt, der muss warten, bis er eine Einbürgerung hat. Einbürgerung ist ja kein Problem. Du hast ja 10 Jahre gewohnt und hast ja dir nicht zu Schulden kommen lassen, warum sollst du denn eingebürgert werden? Solange du hier keinen islamischen Staat erwischt hast, gibt es keinen Grund, warum man das nicht genehmigen soll. Bei denen, die ihren Ausweis runtergespielt haben im Flugzeug, wird sich das anders entscheiden. Die haben Fingerabdrücke, die lassen sich heutzutage ganz einfach mit irgendwelchen Ländern abgleichen. Die brauchen bloß einen Vertrag machen. Geht ganz fix. Da hat in Chemnitz die Kripo eine hervorragende Software. Die ist so geil, dass die innerhalb von ein paar Sekunden halben Phantombilder und Passbilder abgleicht. Hat der Kriminalkommissar gemacht. Ziemlich bekannter Mann, Kretschmer oder wie der heißt. Die Software brauchen wir. Die rechnet 250.000 Profile in einer halben Stunde durch, gar kein Problem. Die Fingerabdrücke haben sie ja nicht mehr gespielt, also da gibt es kein Problem. Und die afrikanischen Länder haben ihre Pässe alle mit Fingerabdrücken, das ist gar kein Problem. Ja, und wer einen herleiten kann, ja, da braucht man eine Anwaltsgenehmigung. Und die wird einem dann vor halbes Jahr auf Probe ausgestellt. Und wer einen dann erwischt wird beim Antanzen oder beim Bekrapschen, tschüss. Arabische Emirate kriegst du eine Ausweisung innerhalb von 48 Stunden. Wenn du dann immer noch aufgegriffen wirst, sitzt du erstmal 14 Tage. Einfach nur Verdacht. Machst du noch immer. Dann müsste ich erstmal abwarten. Ja, der wäre also, wir sagen, die an die Ostgebiete wohnen und dort herkommen, die kriegen ja durch Einwirkung. Verpassen muss man bei Saarland. Ne? Die Saarländer gehören nicht zum Kaiserreich. Österreich muss feststellen, da kommt der Ruhe. Österreich will aber auch eine Aktivierung machen. Ich wollte Linz, die sind heiß, die wollen machen. Und Orban wird nicht Nein sagen. Ich bin fast überzeugt, dass er das.